Max ist ja der Wahnsinn, ja. Ja. Was meinst du, warum ich die so lange behalten habe? Was denn? Die Axt. Ah ja. Benutze ich jetzt schon die ganze Zeit, die ist voll cool. Klar, die hab ich dir deshalb auch gegeben. Das war aber echt ein geiler Reward, ne? Oh ja. Das, ja, das stimmt. Die Axt of the Stream, die Hoe of Growth und die Pickaxe da. Und Die das ganze Pickaxe of the Redstone. Core. Ja. Übrigens ist es okay, dass ich hier Treppenstufen hingemacht habe, ne? Niemals! Dann baue sie wieder ab. Nein, Max, weg. danke. Und noch Okay. mehr Staub befeuchten. Juhu. Hey, feucht. Das war so klar irgendwie. Du findest alles witzig, solange es feucht ist, oder? Ja. Hey, Na, feucht. weiß nicht, feuchte Sofalehnen? Nichts Auch machbar. witzig. Alter. Dann war Sextil schon wieder. Feuchte Sofalehnen. Der hat echt eine schwere Kindheit, glaube Was zum? Hab ich was verpasst? Feuchte Sofalehnen, hallo? kommt man auf so eine Scheiße, Oh, weiß ich nicht, hat jemand Wasserrohrbruch gehabt? Und dann feuchte Sofalehnen. Ja, Da ist das Wasser aber hochgestiegen, wenn das Wasserrohr hinter dem Alter. Sofa war. Hallo? So, ich hab gedacht, dass Ey. das Sofa. Die Sofalehnen waren so weit unten, dass sie ins Da Wasser fehlt ja eine reingerutscht haben. Stair. Was für mich? Da fehlt hier innen eine, weil das eben nicht gescheit funktioniert. Da müsste man so ein Viertel nehmen. Ach so, ja, okay, stimmt. Und hier oben fehlt eben eine, weil es ging dann nicht mehr ganz auf, weil ich hier unten eine gesetzt habe. Okay. Reicht doch vorerst, oder? Ja, vorerst schon. Besser als nie. Besser als Beschwert er feuchte sich ja auch noch. Sofalehnen. Tja, Nein! Crafting Bench im Abgrund. Hier lag gerade noch ein Sandstone, Half-Slab rum, also verwende ich die jetzt Den einfach. Sand so mühevoll zusammen kleppern muss. Bin sehr glücklich. Ja. Ja. Leute. Toll. Oh, Leute. Was denn? Könnt ihr euch mal wie halbwegs erwachsene Menschen benehmen? Ach Wir sind komm, nicht ey. erwachsen. Erwachsensein ist doof. Ja, Das ist doof. sagst du als Dienstältester. Ja. Ja, das wurde der beste Beweis, oder nicht? Ich überleg gerade, ich fange glaube ich einfach mal mit dem Reaktor-Casing und so an. Kann ich gar nicht, weil wir kein Steel-Ingot haben, ich sehe schon. Oh, du Was? Loop, hä? Doch klar haben wir Steuern. Muss nur Markus fragen, wie man es macht. Ja, eben. Markus macht das mal. Gib Los. mir viel Iron, ganz viel Iron. 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 So viel Iron, wie du Stahl brauchst, dann mach ich Iron. dir. Ich brauche 4 Stahl vorerst und dann brauche ich noch ganz viel anderes. Ich weiß gar nicht, was brauche ich für einen Reaktor alles. Ich will doch schon mal anfangen, damit ich hier Power Tab, Controller, Access Port. Mache ich jetzt ziemlich alles. Kurz gucken. Controller braucht 4 Casings. Wow. Power Tab braucht 4 Casings. Access Port braucht 4 Casings. So, sag mal, wo sollen die Smelters jetzt eigentlich hin? Untergrund. Ja, das ist klar, aber wo genau? Untergrund ist groß. Ja, im Untergrund. Ja. Such dir einen schönen Platz aus. Am besten so ungefähr in der Nähe, da wo was rauskommen könnte. Ja. Also ganz weit weg. Also praktisch brauche ich eigentlich allen Stahl, den ich kriegen kann. Aber da habe ich jetzt gerade keine Lust irgendwie. Ich brauche Praktisch brauche ich erst Graphit wieder und. Cobblestone. Hast du doch in den Kisten hier ganz viel? Ja, ich weiß, aber muss ich wieder entwickeln. Iron ist hier ganz viel, das kannst du einschmelzen und dann mir Ja, geben. komm, so wichtig ist mir das auch nicht. Ich habe gedacht, es ging was leichter. Achso. Kümmere mich wieder später darum. Ich schaue, ob ich irgendwas anderes machen kann. Wir haben immer noch keine Kuh, das heißt, das kann ich nicht vollenden.
Wir haben mit den Bienen nicht angefangen, das heißt, das kann ich nicht verenden. Nein, wir können uns eine Blast Furnace bauen. Gebrannt. Auch Stahl. Stimmt, das geht vielleicht sogar besser, oder? Einiges, ja. Ich ja. weiß nicht. Gibt's Blast Furnace nicht, ja. ist effizienter, glaube ich, sogar, ja. Den gibt's aber hier nicht. Nein? Nö. Doch, wir haben noch Railcraft, meine ich, dran, oder? Nö, wo denn? Wir haben keinen Railcraft drum, oder? Noch nicht, okay. Es gibt Nether Furnace? Wow. Wusste ich gar nicht. Das ist aber, glaube ich, so wie ein normaler. Wundert mich nur. Naja. Wer hat denn hier eigentlich... Achso. Wie viele Metalle haben wir jetzt eigentlich da oben? Viele. Also entweder sind die Kakteen immer noch nicht gewachsen oder es klappt nicht. Oder er produziert nur unglaublich wenig Sludge. Darf ich ihn oben schon wieder verwenden? Ja, ne? Niemals! Haben wir, wenn ich mich verzählt habe. Okay. Ja, das dürfte gut ausgehen. 9 Reihenmetalle, hm? Das heißt, dann haben wir 4 und dann anderen 5. Passt. Kannst du da auch die gleichen Wände mitbenutzen, ne? Vielleicht? Weiß ich gar nicht. Aber es wäre auf jeden Fall etwas unpraktisch, weil ich dann den Controller weit wegsetzen müsste. Achso, stimmt. Ja gut, baue es einzeln. Mal hier, nee, haben wir nichts mehr. Wir haben viel auf und allem zu wenig. Was soll das jetzt heißen? Ja, wir haben so viel Kram, aber nicht genug Sand und so weiter für vernünftig viel Grout. Sollte man vielleicht auch nochmal einen extra Pulverizer oder so bereitstellen. Ah, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na, ich glaube, ein Pulverizer, der steht sogar schon angeschlossen da. Brauchst nur benutzen. Okay, wenn sie das nicht geändert haben, produziert der Sludge Boiler, also hier der Harvester, 10 Millibuckets pro Operationsvorgang. Ja. Das ist ja gar nichts. Eben. Ja, ist auch eigentlich ein Abfallstoff. Und noch dazu, sind Kakteen einfach echt das Langsamste, was man hier anbauen kann, irgendwie. Ja, ich meine, ansonsten macht ihr ein bisschen das Weizen da drin. Dann stelle ich ihm einfach hier ein bisschen. Wenn das wirklich ein 3x3-Feld ist, ne? Stand auch da nirgendwo. Ja, entweder 3x3 oder 5x5. Ich glaube eher 3x3. Wer hat denn hier diese Tool-Dings da weg? Ich, die ist jetzt hier. Da. Haben wir nicht Erde? Erde, ja, generiert Frank da hinten. Ja, genau. Wenn ihr was rein tut. 60 Stück haben wir davon. Wo? Oh. Hier, in Barrel. Das Wort hier ist einfach unpraktisch, ne? An der Farm, da wo Frank immer arbeitet. Außerdem siehst du meinen Namen doch hier rumhüpfen. Ja, jetzt sehe ich ihn erst wieder, jetzt wo ich eh gerade da war. Da unten, da. Mhm. Ah, verdammt. Na, nicht aufregen. Noch aufregen. Vergesse mal alles. Muss ich mal zweimal laufen. Kenne ich. Oder dreimal oder viermal. Ach, hör mir auf, ey, das ist ja. Ja, das ist normal, was ist. So, ich mache einfach mal so ein 3x3-Feld außenrum. Also hier vor. Kann man den Salat eigentlich so essen? Ja. Warum sehe ich immer noch keine Mobs in der Mobfarm?
Weil wir hier eine Magnum Torch haben, weil sich alle über die Monster beschwert haben. Okay, sehr gut. Gefällt mir. Salat. So nährreich. So sättigend. Was glitzert da schon wieder so? So, was los? Plattform ist fertig unten. Fertig. Fertig ist sie. Mit 2D. Ja. Fertig. Fertig. Was los? Lava ist auch schon unten. Alles bereit. Ja, Moment. Ja, ich noch hier noch nicht. Ich mache nämlich erst wieder Gravel für nochmal Grouch. Oh, da ein Pulverizer daneben steht. Pulverizer. Da ist er. Ja, da brauche ich erst wieder. Komm, ja. Bleib mal kurz so da stehen, ich hab mal was vor. Was macht ihr denn da? Nächstes ist alles in Ordnung. Hier wird nichts geschehen. Hier wird nichts verändert. Normaler Bucket hält 1000 Millibucket, ne? Ja. Mhm. Okay, ja, Milli. Hm. So. Gut. So, jetzt gibt Ruhe. Ist das so laut mit dem Stab? Ja. Ich glaube, dann höre nur ich. Ich wusste nicht, dass den immer alle hören. Oh, man hört nicht mehr Essen. Oh, man hört es immer noch. Klar hört man das noch. Aber nicht mehr so laut. Wir sollten unsere ganze Basis aus den Dingern bauen. Oh ja. Da könntet ihr auch einfach den Minecraft-Sound ausmachen. Das wäre zu einfach. Das wäre eine Idee vielleicht, ja. Was schmeißt du hier eigentlich weg? Hm? Sand und Ding, was hier als Abfallprodukt rauskommt. Das ist doch genau der Kram, den ich momentan brauche. Tja. Ja, den du momentan brauchst. Aber nicht für immer. Deswegen Trashcan. Warte, ich baue dir da eine Chest hin. Ich mache ich gerade selber, danke. So selbstständig bin ich noch. Nein, hier hast du eine Chest. Gut, danke. Hier hast du noch ein bisschen Sand, das ich übrig habe. Und ein Oak Sapling. Sehr nett, sehr nett. Hast du vielleicht noch ein Item Duct? Dann käme man... Das hätte ich. Dann kämen wir unter Umständen sogar zu einer Lösung des Problems. Nämlich, nimm das mal hier, da platzierst du eben die Kiste war. Nee, das schaut dann hässlich aus. Und halt her, dann mach ich's selber. Okay, da kommt eine Kiste hin. Nein, da kommt ein Eisendakt hin. Okay, warte. Altenduct, nicht Fluiduct. Okay. Guck mal Farbe. So, ich habe jetzt dieses, 8 Felder Weizen hier, ne? Ich habe mittlerweile 2,5 Stacks Weizen davon geerntet und habe jetzt etwa die Hälfte an Sludge, die ich brauche. Nein, es ist noch weiter weg als das Fluiduct übrigens. Habt ihr Spaß? Er nervt mich. Das ist ein... Qualitativ hochwertiger, aber immer noch nicht das Richtige.
Nein, passt nicht ganz. Nicht ganz, vor. Okay. Es ist zwar okay, Staub, da kommt Luft durch, aber da sollen noch Items durchkommen. Die sind da noch ein bisschen was. Und der Pfanne hinter ihm, er kann nicht mehr fliehen. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal testen, wie viel seine Stahlrüstung aushält. So, was jetzt? So, jetzt noch eins drüber. So, dann kommen wir jetzt nämlich den Mülleimer. Au. Jetzt bin ich gefangen. Ja, bist du das? Über die Kiste setzen, dann wird erst die Kiste gefüllt und dann der Mülleimer. Gott. Nee. Doch. Das ist ja übel. So, wo der nur gelandet ist, wundert man sich. Was vielleicht. Dann? Die Trashcan habe ich noch. Achso, die hast du. Okay, ich dachte, die wäre jetzt hier. Ja, platz mir ja mal drüber. Ich versuche das gerade bloß irgendwie schöner zu bauen. Einfach mal abgesehen, ja. die. Dings funktioniert ziemlich gut, der Harvester. Der ist voll praktisch eigentlich. Wenn du es schön haben willst, dann ziehen wir die Kiste halt hier hin. Hm, warte mal. Hat der jetzt den blauen Input? Ja. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach hier mit Cabbage oder so arbeite. Okay, ja, das hätte man auch machen können. Das hätte auch gut ausgeschaut. Scheiße. Was denn wie? So wie du es gerade hattest. Aber naja. Ja, ja, natürlich. Da. Aber da kann man hier jetzt wieder schön die Wand zumachen. So wie es sein soll. Wenn du meinst. Übrigens war, glaube ich, ein Servo dran. Weil da gerade gar nichts mehr rauskommt. Wie geil! Oder Output Assist. Was wie wo? Wo steckst, was machst du? Was hast du kaputt gemacht? Scheiße auf eure Ex auf the Stream oder so, ey. Ich hab die ultimative Axt gerade gefunden. Gebaut, ja. Hat er gesagt. Wieder wer? Ja. Diese Lumber Ex von Tinker's Construct. Jo. Die ist ja mega, ey. Mach den ganzen Baum in ein paar Sekunden. Und man kann sie wieder reparieren, also die ist, glaube ich, besser. Ist halt nicht unendlich, wie die Axe of the Stream. Die ist schon unendlich, so, passt. Weil du kannst sie ja wieder reparieren. Gut. Der Server muss hier wahrscheinlich irgendwo in der Gold Chest liegen. Oder auch nicht. Nee, ist gut, das Output ist von selbst anscheinend. Ja, weil ich ein Level hin hab. Mhm. Was braucht diese Battle Axe alles? Also die eine Lumber Axe da, die du gerade gemacht hast. Die braucht ziemlich viel Eisen oder ziemlich viel Material, besser gesagt. Das ist das Blöde, nämlich. Box 2x8 plus 2x3. Eine verstärkte Stange, eine verstärkte Verbindung. Habe ich alle schon hier drin. Axtkopf und eine große Platte. Jo, habe ich alle schon hier in der Kiste drin, die Casts. Ah, die Casts, okay, immerhin. Muss ich mir überlegen, ob ich das mache, weil. Sehr naja, ich meine Axt auch mag. Eine reicht, denke ich mal. Ich mache jetzt jedes Holz hin eigentlich größtenteils. Ich brauche unbedingt mal ein Schwert. Ich glaube, ich hole mir den Cleaver da. Ja, weiß ich nicht, Cleaver ist in Ordnung, aber... Ich überlege, ob ich mir selbst eine Pfanne schmiede. Ist sehr langsam. Obwohl, meine Pfanne hat ja Sormic auch, ne? Die hat, glaube ich, einen Sormic im Griff. Boah, ein AOE-Schaden von der Skype. Mhm, ich weiß. Das ist ja schon irgendwie cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und damit habe ich einen Bucket. Endlich, meine Güte. Also eine Battle Axe ist echt geil. Boah. Ich glaube, ich hole mir so eine Battle Axe. Aber die ist, glaube ich, auch so teuer, ne? Ja, die braucht zwei Axe-Heads, Reinforced, Binding, oh, ja. Reinforced Rod. Die großen
Breitaxtköpfe da, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, die großen Breitaxt. Ja, die sind teuer, die kosten, brauchen immer 8 Stück, 8 Material. Oh Gott. Das wird teuer. Mit Eisen haben wir nicht mehr so viel. Ja, da kannst du einschmelzen gehen. Wir haben ich seh's gerade. Ja. Geil. Hol ich mir viel alles. Zu viel. Boah, da unten auch noch, ey. So. Wie läuft das jetzt mit den Smelteries da unten ab? Moment, ich habe gerade wieder ein paar Seared Bricks. Achso. Ah, ich glaube, hier wollten wir eher mit den Flowducts arbeiten, als mit den Smeltery Faucets da. Hm? Ja, kann sein. Kann dann hier die Lava rein, dass wir dich vielleicht gleich zu beiden reintun? So auf der Höhe? Nee. Oder so? Nee, die muss in der Konstruktion drin sein. Ich habe überlegt, die Lava eben jeweils hier hin zu machen. Ja, also. Genau, sowas meinte ich. Ja, dann mach das da. Da links und rechts, okay. Dann kann ich da gleich Fluiduct hochführen. Nein, das war das nicht. Das ist aber Fluiduct. Bist du so oder tust du nur so? Ich tu nur so. Dann ist gut. Ich kann mir jetzt nochmal 5 Ender-Lilies holen, aber die haben wir eigentlich schon. Ich habe übrigens jetzt gerade nächste Quest fertig. Okay. Geil. Das ist ein Flux Infused Sickle. Apropos Ender-Lilies, hat die schon mal wer angepflanzt? Ja, die sind oben. Okay. Ich überlege gerade, ob ich Tomaten oder Bohnen nehme. Aber haben wir beides eh schon. Ist beides gleich, ja. Nimm lieber die Ender-Lilies, ja. Ist glaube ich besser. Auch ein Scherz von mir eigentlich. Ein schlechter. Ja, würde ich auch sagen. Am Arsch.